geht es jetzt hier weiter auf dem roten Mephisto 97.6 Sofa. Schön, dass Sie da sind. Bei mir ist jetzt Jens Sparschuh. Er ist in Chemnitz geboren und engagierte sich in der Bürgerrechtsbewegung in der DDR und war nach der Wende auch zeitweise Mitglied im Neuen Forum. Jens Sparschuh ist nicht nur Romanautor, sondern er schreibt auch Kinderbücher und Hörspiele. Und er gewann schon viele bedeutende Preise, unter anderem den Preis für Kriegsblinde, einen Hörspielpreis, sozusagen eigentlich der bekannteste, den es in Deutschland gibt. Er war mit seinem aktuellen Roman Im Kasten auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und ich freue mich jetzt sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Jens Sparschuh. Danke, vielen herzlichen Dank. Danke. Herr Sparschuh, am Donnerstag war ja die Preisverleihung, Sie waren nominiert, haben leider den Preis nicht gewonnen. Ist das eine sehr große Enttäuschung für Sie? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich gefreut, nominiert worden zu sein und ja. Das ist dann Ehre genug, nominiert worden zu sein. Ob das jetzt Ehre genug ist, aber ich bin nicht von der Mentalität her so gestrickt, dass ich sage, ach Gott, hätte ich diesen... Er hätte vielleicht mein Leben insofern verändert. Ich bin immer am Überlegen, ob ich anfange, Romane mit Fußnoten zu schreiben, weil manchmal es Leser gibt, die im Feuilleton auch die manchen Witz und Humor nicht verstehen. Es wäre manchmal gar nicht so schlecht, würde ich sagen, Vorsicht, Ironie oder hier ist Rollenprosa. Könnte sein, dass das, was hier steht, nicht ganz authentisch die Meinung des Autors widerspiegelt, also als Lesehilfe. Aber dann ist mir klar geworden, dass es ja einen wirklich ganz großen Roman in der Weltliteratur gibt. Für mich einen der allergrößten. Fahles Feuer von Wladimir Nabokov. Der besteht nur aus Fußnoten. Und das kann man nicht toppen. Und deswegen geht es so weiter wie jetzt. Und das ist okay. Man darf sein Publikum ja auch nicht unterschätzen. Also die Leserschaft. Richtig, die Leserschaft, die ist mir hoch und heilig. Das ist völlig richtig. Und es hat einer... weil ich nun schon mal auf Kritikern rumhake, hat einer mal geschrieben, einen wunderbaren Satz, im Kasten liest sich ganz gut, aber hat nicht den Anspruch großer Literatur. Und wenn ich eines schwören darf, ich werde niemals, das kann ich meinen Leserinnen und Lesern schwören, mich mit so einem kreuzdämlichen Anspruch an die Arbeit setzen. Als großer Autor hat man Besseres zu tun, als so einem irrlichterlierenden Ansatz hinterher zu rasen. Man muss alles tun, um seine Figuren durch das komplizierte Weltgeschehen zu lotsen, da kann man nicht sich ransetzen. Ich habe jetzt mal einen Anspruch großer Literatur. Ihr Roman oder handelt von Hannes Felix, das ist der Protagonist. Bevor ich vielleicht sage, was ich denke, was Hannes für ein Typ ist, beschreiben Sie doch mal Ihre Figur kurz. Ja, kurz, das ist jetzt... Ich hatte mich so gefreut, mit Ihnen hier auf dem roten Sofa ein bisschen zu plaudern. Und jetzt kurz so eine Figur zu beschreiben, da habe ich ja immerhin 224... Wir gehen noch in die Tiefe, in die Figur. Okay. Keine Angst. Ja, es ist jemand, den ich gar nicht für so abseitig und absonderlich halte, wie es auf den ersten Blick scheint. Es ist ein gewisser Neurotiker, der hat einen gewissen Ordnungssinn, der sich von einem bestimmten Punkt an zu einer Neurose verwächst. Also wir haben alle manchmal das Problem, ob wir gucken, ob das Auto zugeschlossen ist, gucken einmal, gucken zweimal. Das ist eher einer, der guckt drei oder viermal von allen Seiten und bei jeder Tür. Und irgendwann gibt es dann den Punkt, wo es umschlägt und wo das, was eine Neurose ist, die wir alle kennen, in eine Psychose umschlägt und dann wird es wirklich kritisch. Dann verwechselt man die Welt mit dem, was man sich darunter vorstellt. Und das ist ja oft nicht identisch. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, er ist auf jeden Fall ein Ordnungslieber, also ein Ordnungsliebhaber, der so eine Zwangsneurose hat. Und das, also wenn man das in einem Satz überhaupt sagen kann, sein Charakter. Und er wird ja im Grunde, Sie haben es ja schon gesagt, es wird immer schlimmer, er kriegt so eine Psychose. Man könnte auch sagen, er wird immer mehr verrückter. Ist er tatsächlich so verrückt oder ist es eigentlich seine Umgebung? Ganz klar, die Umgebung ist es. Er ist überhaupt nicht so verrückt. Er kriegt nur in seiner Self-Storage-Anlage, das sind diese Sachen, wo man temporär Sachen auslagern kann, solche großen Kästen, die am Rand der Städte, oft bei Autobahnausfahrten sind, da kriegt er nur mit, was wir täglich an Plunder zusammenhäufen, was uns die Wohnung vollstellt, unsere Bewegungsfreiheit behindert. Und
das ist gar nicht so verrückt, dass er irgendwann mal mitbekommt, so geht das nicht weiter. Er ist einer ganz zentralen Frage unserer Gesellschaft, dass alle, also dieser Roman ist, vertritt nicht FDP-Politik. Das muss ich an der Stelle wirklich traurig mal sagen, obwohl er so schick gelb eingebunden ist. Es ist nicht FDP-Politik, die ja immer sich sagen, wir brauchen wieder ein bisschen Wachstum generieren. Aber in einer Welt schwindender Ressourcen muss man sich mal was anderes einfallen lassen. Es kann nicht immer alles nur wachsen. Und was hat ihn denn an diesem Charakter, an diesem ja, Typ, der so eine Psychose hat, gereizt? Oder auch der so unglaublich pedantisch ist? Also es ist ja von der literarischen Machart her ein sogenannter unzuverlässiger Erzähler. Jeder Satz, den er sagt, hat in seinen Binnenverhältnissen eine gewisse Wahrheit. Wenn wir von außen drauf gucken, kollidiert das oft mit dem, wie wir die Welt wahrnehmen. Und das ist ein ganz reizvolles Verfahren, was ich sehr liebe, dass wir den Leuten nicht 100% über den Weg trauen können. Und die meisten Leute, mit denen ich in der Welt spreche, sind unzuverlässige Erzähler. Also vielleicht der Papst mal ausgenommen, aber mit allen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, habe ich den Eindruck, ja, die, was die so sagen, traue ich denen über den Weg? Ich weiß es nicht. Ja, also vielleicht nochmal so als Erklärung fürs Publikum. Hannes Felix ist der Ich-Erzähler, der eben seine ganzen Theorien aus seiner Sicht erzählt und auch, wie er seine Mitmenschen erlebt. Das Interessante ist natürlich, dass man als Leser selbst eben weiß, wo Hannes Felix das falsch einschätzt. Also wenn er seinen Mitmenschen von Theorien erzählt und dann der Mitmensch schweigt oder komisch guckt, weil er sehr genervt ist oder auch merkt, also jetzt dreht der Hannes völlig ab, erklärt Hannes das so lapidar, ach ja, der muss darüber nachdenken oder der ist ja erschreckt über meine Theorie oder so weiter. Das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Und diese Theorien, auf die Hannes sich, also die er sich so hinspinnt, haben ja alle naturwissenschaftlichen Ursprung. Also zum Beispiel gibt es eine Stelle, da kommt er auf die Idee, dass ja der Mensch ein Körper ist, wie eine Flasche. Das ist eine tolle Idee, oder? Ja. Muss man erstmal drauf kommen. Genau, und das aber, er spinnt das nämlich weiter, er stellt dann fest, dass der Mensch ja trotzdem seine Miete nach Quadratmetern zahlt, also zweidimensional und nicht nach Kubikmetern, dreidimensional, wie es eigentlich sein müsste. Diese naturwissenschaftlichen Grundsätze und Richtigkeiten, die ja da drin stecken, Hannes Felix interpretiert sich das dann natürlich in ihre eigene Welt. Hat Sie das gereizt? Sind Sie in Ihrem Kern Naturwissenschaftler? Ich bin nicht Natur. Ich habe mich mal mit Logik und Mathematik beschäftigt, was ja keine Naturwissenschaft ist. Die wird ja genauso in der Linguistik, in der Statistik angewendet. Und mich reizt schon manchmal, eine Sache auf den Punkt und auf die Formel zu bringen. Und ich muss Sie übrigens ganz am Anfang noch mal kurz korrigieren. Sie haben so liebenswürdig meinen Lebenslauf erzählt. Und das ist aus Wikipedia, glaube ich. Und ich freue mich natürlich, dass der Fehler immer noch drin steht, weil er so wunderbar albern ist. Da stand drin, war nach 89 Mitglied beim Neuen Forum. Das hat so denselben Charme, als würde man sagen, war nach 45 aktiv im antifaschistischen Widerstandskampf. Ich war schon vor 89 beim Neuen Forum und war davor noch in der Wissenschaft tätig und habe mich mit Formeln beschäftigt. Und manches von dem, was der Hannes Felix da tut, gerinnt zu Formeln. Er kommt zum Beispiel nach 110 Seiten zu einer Formel für die Ordnung, nach der wir alle suchen. Ordnung ist gleich Suchen plus Finden. Es mag trivial erscheinen, aber wenn wir die mal umstellen, diese Formel, zum Beispiel nach Suchen umstellen, dann ist das Ordnung minus Finden. Müssen wir auf beide Seiten Finden subtrahieren. Das umreißt ganz genau den Prozess des Suchens. Und wenn wir nach Finden umstellen, haben wir Ordnung minus Suchen. Man findet es sofort. Und das ist eine sehr schlüssige Formel. Oder wenn er zum Beispiel diesen Satz, den wir alle oft hören, weniger ist mehr, mal zu Ende denkt, dann kommt er zu dem betrüblichen Schluss, zu dem wir vielleicht manchmal alle kommen, das meiste ist nichts. Und wenn man sich manchmal so in dieser bunten Welt umschaut, dann ist diese Schlussfolgerung, obwohl die im ersten Moment vielleicht ein bisschen paradox anmutet, gar nicht so weit hergeholt. Ist das auch eine Kritik, die da drin steht an der Leistungsgesellschaft oder auch Konsumgesellschaft, in der wir heutzutage leben? Ja. Ich wollte im Interview ist immer so blöd, mit einem Satz zu antworten, aber hier würde ich einfach Ja antworten und drei Ausrufezeichen. Wir leben
in gewisser Weise wirklich, habe ich manchmal den Eindruck, falsch. Und ich, die Auswege, ja, was wären die Auswege? Er bietet in dem Buch einen interessanten Ausweg, wie man dem entkommen kann. Es gibt noch die fernöstliche Variante, Buddha sagt, Freiheit ist zu erkennen, was man alles nicht braucht. Und da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Was glauben Sie, woran liegt das denn, dass sich immer mehr Leute gerade auch zu Hause Sachen anhäufen, die sie nicht brauchen? Es gibt ja mittlerweile sogar im Privatfernsehen ganze Sendungen über sogenannte Messis. Das sind natürlich die Extremfälle, die dann in so schrecklich verwahrlosten, vollgestopften Häusern leben. Aber jeder kennt trotzdem von sich zu Hause, dass man irgendwo Schubladen und Kisten hat mit Dingen, da guckt man nie wieder rein und man schmeißt es trotzdem nicht weg. Woran liegt das? Sie haben recht. Also es gibt in Deutschland, das weiß ich auch aus dem Privatfernsehen, 2 Millionen Messis. Das sind Leute, die manchmal mit Einsatzkräften aus ihren Müllhalden geborgen werden müssen. Aber dann gibt es noch ganz andere Leute. Das ist fast genauso schlimm wie Messitum. Es gibt Leute, Manager, die nach Fernost fahren und in einem zen-buddhistischen Kloster für 1000 Dollar am Tag bei Reis und Wasser zu leben. Die leiden an demselben Problem. Die sind nur auf der anderen Kante. Die können sich freikaufen von der Überfülle an Terminen, an Angeboten. Nur die armen Messis, die leben dann in so einer Zwangsbeziehung mit einer Aldi-Tüte über 2 Jahre und dann wird es wirklich gefährlich. Und es ist, ich glaube, das Problem, wenn man Ordnung schaffen will, muss man Prioritäten setzen können. Und diese Unordnung entsteht auf zweierlei Weise. Einmal, weil wir alle Dinge für gleich wichtig erachten und nicht unterscheiden können, ist das wichtig oder nicht. Aber die kann genauso entstehen, wenn man alles für gleich unwichtig erachtet. Das ist ja sowieso alles Quatsch. Also so entsteht bei mir Unordnung. Und dann braucht es, Sie haben auch solche Geheimschubladen, wo sich was ansammelt. Ich habe, als ich mit Hannes Felix zusammen diesen Roman schrieb, haben wir festgestellt, ein ganz gefährlicher Punkt ist, wenn man Kisten, Ordner oder auf dem Computer Dateien anlegt, wo oben drüber steht Verschiedenes. Verschiedenes ist der Anfang vom Ende. Da, wenn man einmal so eine Tür öffnet, dann hat man dem Chaos wirklich die Arme geöffnet und dann kann alles passieren. Ein guter Trick ist ja immer, das kann ich als Studentin noch leicht sagen, umzuziehen. Einfach umziehen und dabei rigoros wegschmeißen. Aber das kann natürlich auch nicht jeder immer machen. Sie haben eben schon gesagt, Sie haben dieses Buch im Grunde mit Ihrem Charakter geschrieben. Sind Sie, seit Sie sozusagen Hannes Felix kennengelernt, erfunden und erdacht haben, fangen Sie an, Ihre Dinge anders zu ordnen? Haben Sie was von Hannes Felix gelernt? Tja, das ist die schwierige Frage. Also ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass ich meine verschiedenen Ordner Verschiedenes durchnummeriere. Verschiedenes 1 bis so und so. Dann ist da zumindest eine Tendenz zur Ordnung drin. Aber ob ich so viel bei ihm gelernt habe, wir hatten eine tolle Zeit miteinander. Wenn man so mit so jemandem, mit seinen Augen erleuchtet von seinen manchmal schrägen Gedanken die Welt erblickt, dann sagt man sich, ja, Mensch, das ist auch eine Sichtweise. Und insofern war es eine tolle Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Aber habe ich jetzt was von ihm gelernt? Also es ist vielleicht ein Ratgeberbuch, wie man es nicht machen sollte. Die Frage ist ja auch, muss alles ganz ordentlich sein? Oder sagt man nicht so, gesunde Unordnung muss sein? Oder wer die Ordnung im Kopf hat, kann das Chaos im Zimmer haben? So Sprichwörter gibt es ja auch. Völlig richtig. Also Ordnung zu schaffen ist doch ein Versuch, in dieser etwas durcheinanderen Welt eine heimatliche Bastion zu haben. Wenn man weiß, das liegt dort und das liegt dort. Und ich bin jetzt hier in dem Hotelzimmer und ich merke, jeder Mensch hat sein privates Ordnungs- oder Unordnungssystem, was er durch die Welt schleppt. Und das Hotelzimmer sieht nach einem Tag, ich bin jetzt schon mehrere Tage da, nach einem Tag sah es so aus, wie ein Zimmer von mir aussieht. Ich will es jetzt nicht beschreiben, es sieht halt so aus. Und ich habe meine Vorstellung davon, wie sowas aussehen muss und dann ist es so. Und merkwürdigerweise, wenn ich dann da reintrete, fühle ich mich dann geradezu in einem Hotelzimmer wie zu Hause. Und deswegen, es hat überhaupt keinen Sinn, hier einer fremden Ordnung hinterher zu jagen. Jede Ordnung, die man schafft, ist ein Willkürakt. Und die Ordnung entsteht ja nicht von selbst. Von selbst entsteht Unordnung und Durcheinander. Ordnung, das verraten uns ja schon diese Verben, muss gemacht werden, muss geschaffen werden und man muss sie erhalten. Wenn man ein bisschen nachlässt,
vergeht die. Und deswegen, jede Ordnung, die man macht, man kann Schuhe nach der Farbe, Frauenschuhe, Thema. Man kann die nach der Farbe sortieren, man kann die nach dem Aussehen, Winter-Sommer-Kollektion. Also, wie sieht es denn in Ihrem Schuhregal aus? Ich muss sagen, ich sortiere die gar nicht, ich stelle die einfach ins Schuhregal. Ach, und dann? Dann stehen sie im Schuhregal. Und wie sieht es da aus? Ordentlich. Ja? Doch, doch. Also bei mir, ich habe zwei Schuhregale, eins im Flur und eins noch hinten im Zimmer. Okay. Und ich sortiere eher so, dann danach, glaube ich, Schuhe, die ich häufig trage, stehen vorne im Flur natürlich. Und die Winterschuhe kommen jetzt zum Beispiel nach hinten. Das bringt uns ja auf ein Thema, Benutzungshäufigkeit, wo er seine, im Kapitel Staub zu Staub, seine Wohnung untersucht. Man hinterlässt Spuren im Staub. Und es gibt dann große Probleme, als seine Frau dann den Staubsauger, den er ordentlich versteckt hat, auspackt und endlich mal den Staub saugen will. Und er sagt, um Gottes Willen, du zerstörst die Arbeit von Wochen. Denn er hat den Staub liegen lassen, um in diesem Staub, der ausgebreitet ist, die Spuren zu lesen. Hier läuft man öfter lang, hier ist es so eingestaubt, das braucht man eher nicht. Das sind die einfachen Zeichen, die man lesen muss. Und der Hannes Felix, der hat ein gutes Sensorium dafür. Ja, das hat er in der Tat. Jetzt möchten Sie oder ja, uns wollen wir uns nicht lieber unterhalten? Ja, wir unterhalten uns dann noch weiter, oder? Ach so, okay. Aber ich dachte, wir haben jetzt so viel über Hannes Felix gesprochen, dass wir gern einen kurzen Einblick, vielleicht 5 Minuten, und dann haben wir immer noch Zeit, um ein bisschen weiter zu sprechen. Hannes Felix einfach vorstellen. Sagen Sie doch mal, welche Episode oder an welcher Stelle Sie lesen. Und Sie können gerne einen Mikroständer bekommen. Ja. Kann jemand vom Team gerade bitte den... Brauchen wir nicht. Brauchen Sie nicht? Ach, dann okay. Steht er wieder rum. Dann Gut. Steht er wieder rum. Und dann ist wieder unordentlich auf der Bühne. Ich sehe schon. Wir haben gerade diese Staubgeschichte angesprochen. Lese ich ein Stück aus dem Staub. Staub zu Staub. Obwohl ich den Staubsauger an einem absolut sicheren Ort deponiert hatte, flachliegend, mit eingezogener Schnur hinter Schuhschränkchen und Garderobe, eines Tages hatte Monika ihn doch entdeckt. Ich saß im Wohnzimmer, da setzte draußen das aufheulende Geräusch ein, dieses heisere Röhren, es zu hören, aufzuspringen, hinauszustürzen, das geschah in Sekunden. Monika stand im Flur, sie stand im Begriff, die Arbeit von Wochen zunichte zu machen. Ich warf mich den beiden entgegen. Tu das nicht, rief ich. Bitte. Ich wollte den Ausknopf drücken, doch Monika hielt ungerührt den Staubsauger mit beiden Händen fest. Monika, hör mir bitte wenigstens einmal im Leben zu. Es ist wichtig. Sie konnte oder wollte nicht hören. Wer loslässt, fiel mir da in meiner höchsten Verzweiflung ein, hat beide Hände frei. Diesen guten Rat Hans Schanz musste ich leider brüllen, was ihm sicher einiges von seiner subtilen Wirkung nahm. Denn der Staubsauger rührte weiter in unverhältnismäßiger Lautstärke. Schließlich gelang es mir doch, das Haushaltsgerät Monikas Händen zu entwinden und den Erlöserknopf zu drücken. Stille, göttliche Stille. Der aufgewirbelte Staub konnte sich setzen, endlich. Innerlich aufgewühlt ging ich zurück, setzte mich wieder an meine Arbeit, während Monika unsichtbar im Bad oder in der Küche verschwand. Später. Als Monika zufällig ins Wohnzimmer kam, sah sie, dass sie mich bei meiner stillen Beschäftigung am Mikroskop gestört hatte. Das war mein altes Schülermikroskop aus dem Optikerbaukasten, über dem schon oft praktisch bei jedem Umzug das Damoklesschwert der Entsorgung gehangen hatte. Bloß gut, dass ich jedes Mal eisern geblieben war. Jetzt leistete es mir unverzichtbare Dienste. Ich untersuche etwas, erklärte ich ihr aus dem Mundwinkel, ohne den Blick von der Okularlinse zu lassen. So? Was denn, wollte sie wissen. Bitte, sagte ich, schau es dir ruhig einmal an. Du wirst staunen. Ich stand auf, Monika kam zweifelnd näher. Sie setzte sich umständlich an meinen Platz und beugte sich tief über das Mikroskop. In diesem Augenblick, als ich sie so sitzen sah, liebte ich sie unheimlich. Eine Haarsträhne war ihr ins Gesicht gefallen, eine andere klemmte hinter dem geröteten Ohr. Konzentriert hatte sie das linke Auge zusammengekniffen, die Lippen fragend gespitzt, ihre süßen Nackenwirbelchen, überhaupt ihr weißer Nacken, fast hätte ich mich da vergessen. Ach, hätte ich mich doch dieses eine Mal vergessen. Da war es nämlich wieder die liebe alte Monika, die ich noch von früher her kannte. Doch dann machte sie einen entscheidenden Fehler. Sie machte den Mund auf. Sie sagte etwas. Alles,
wäre vielleicht anders gekommen. Vieles hätte noch gerettet werden können. Einiges wäre eventuell sogar wieder richtig gut geworden, hätte sie bloß diesen einen Satz nicht gesagt. Sie sagte wörtlich, also ich sehe ja nichts. Da war ja wieder dieser Ton. Sollte ich Monika nun erklären, was es mit meiner Untersuchung auf sich hatte? Dass ich damit begonnen hatte, unseren Hausstaub auf seine Feinstrukturen zu untersuchen? Natürlich war auf den ersten Blick nicht viel zu sehen. Begreiflicherweise musste ihr der gläserne Objekttisch oberflächlich betrachtet leer erscheinen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Was mit Monika passiert, darf man, glaube ich, verraten. Das steht ja schon im Klappentext. Oder? Darf ich sagen? Monika verlässt den Protagonisten, weil sie es mit Hannes nicht mehr aushält. Ja, aber man hat jetzt 224 Seiten Zeit zu überlegen, ob man nicht zu so einem liebenswert ordentlichen Menschen doch wieder zurückkommen kann. Also als Frau würde ich mir das überlegen. Ich wollte mich gerade fragen, ist das nachvollziehbar, dass Monika ihn verlässt? Ja, schon. Andererseits, wer hat schon zu so einem Menschen zu Hause, der den Staub mal nicht nur einfach gedankenlos wegwischt, sondern sich damit mal beschäftigt mit dem Thema. So einen Staubsauger anmachen, das kann jeder. Aber sich mal um das Thema Staub an sich zu kümmern. Insofern, nein, also sie hat natürlich Unrecht, ihn zu verlassen. Und ob sie dann wiederkommt, wir wissen es nicht. Es bleibt ja auch ein bisschen offen am Ende. Ja. Genau. Jetzt ist es ja so, dass sich Hannes sehr in vielen Theorien ergibt. Da haben wir schon einige angesprochen. Was sagen Sie zu dem Vorwurf der Langatmigkeit, dass das so ein bisschen zu viel wird? In dem Buch? Ja. Es gibt einen wunderbaren Aphorismus von Letts. Es gibt mehrere von ihm. Einer lautet, lass dich nicht mit Idioten ein, wenn du kein Psychiater bist. Der zweite lautet, es gibt Barrikaden, die sind von einer Seite her unbewohnt. Von meiner zum Beispiel. Was ist daran langatmig? Es ist im Gegenteil. Es wird hinten immer enger und kurzatmig. Es wird geradezu kurzatmig. Und das ist das Witzige an Betrachtung. Man kann Bücher so und so betrachten. Die einen sagen, es sei vielleicht zu ordentlich. Andere sagen, das muss viel unordentlicher werden. Oder, also, es geht in so verschiedene Richtungen. Die einen sagen, es ist zwingend, wie es hinten immer enger wird. Und dann manche sagen, es ist langatmig. Also damit kann ich nicht viel anfangen. Ein Werk ist ja auch immer mehr als die Summe seiner Interpretation. Oder vielleicht gerade diese Summe. Oh, das haben Sie schon gesagt. Das merke ich mir jetzt aber für alle künftigen Werke. Das ist ein guter Satz. Ja, ich möchte nochmal mit Ihnen über Ihre Arbeit generell sprechen. Sie sind ein sehr vielfältiger Mensch, einfach weil Sie eben auch Hörspiele machen, weil Sie Kinderbücher schreiben. Wo nehmen Sie diese verschiedene Kreativität her? Mein Blick auf die Kontostände erinnert mich daran, dass Miete zu bezahlen ist. Und es gibt im Leben eines freiberuflichen Autors auch durchaus regelmäßige Ausgaben, die zu tätigen sind. Und Hörspiel ist zum Beispiel eine Sache, die mache ich sehr gerne, mit Schauspielern zu arbeiten. Und wir machen jetzt für den Mitteldeutschen Rundfunk gerade ein neues Hörspiel. Das ist mir immer wichtig. Und dass ich für Kinder arbeite, hat einfach damit zu tun, nichts gegen erwachsene Leser. Überhaupt nichts. Die finde ich ganz großartig. Aber es hat schon Leibniz mal den großen Satz gesagt, wir kommen als vollkommene Wesen auf die Welt. Und jeder Blick in einen Kinderwagen wird das bestätigen. Und dann nimmt es mit der Vollkommenheit so ein bisschen ab. Und wenn ich so mit Kindern Erstleseralter kommuniziere und eine Lesung in der Schule habe, also die sind bereit, sich auf Gedankenspiele einzulassen, wo Erwachsene manchmal schon nicht so sehr bereit sind. Also jetzt kommt zum Beispiel ein neues Kinderbuch, da mache ich eine Versform, die ist Walter von der Vogelweide entlehnt, eine wunderschöne, so ein Dactylus, ganz großartig. Erwachsenen würde ich mich nie trauen, so was Komplexes und Kompliziertes anzubieten. Kinder können das ab, die finden das gut, wenn die das hören, dann haben die den Klang im Ohr und sagen, es ist okay. Sie haben gerade gesagt, Sie schreiben oder produzieren gerade noch ein Hörspiel für den Mitteldeutschen Rundfunk. Werden denn Hörspiele
oder ich habe das Gefühl, Hörspiele, genauso wie lange Radiofeature, werden ja immer weniger im Hörfunk gesendet. Sehen Sie das auch als ein Problem? Es ist ein faktisches Problem, auch wieder Blick auf den Kontostand. Es ist so, wir haben als Berliner Hörspielautoren uns mal getroffen und einfach mal nachgerechnet und geguckt durch die Zusammenlegung von Sendeplätzen und Wegstreichen von Sendeplätzen. Es ist so, dass 60% weniger es ist in den letzten 15 Jahren ungefähr geworden. Und das ist ein Handicap. Das ist für die Arbeit nicht ganz einfach, ja. Warum glauben Sie, ist das so? Ist da kein Interesse mehr, kein Publikum mehr da? Oder sparen einfach die Sender an so aufwendigen Hörspielproduktionen? Man kann sich Misserfolge zusammen organisieren und ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wunderbare Geschichte. Ich habe beim Berliner RBB habe ich gesehen, wie viele Programmreformen es gab und das Hörspiel zum Beispiel wanderte immer von einer Stelle zur anderen und Radio ist ein dunkler Kasten. Und wenn man einen festen Termin, den Leute seit vielen Jahren gewöhnt sind zu haben, wenn man den wegschiebt, dann kann man, wenn man das oft genug macht, auch den letzten gutwilligen Hörspielhörer wegschieben. Dann wird man sagen, okay, die Einschaltquoten sind so schlecht. Und wenn man nicht die Klammer mit in Betracht zieht, dass dieser Sendeplatz in 5 Jahren vielleicht 3-mal verändert worden ist, dann so kann man sich das wegorganisieren. Und ich habe ja auch, Stichwort Vielseitigkeit, so eine Kolumne im Tagesspiegel, wo ich über Hörbücher schreibe. Es gibt nach wie vor ein ungebrochenes Verhältnis dazu und es müssten eigentlich noch viel mehr Hörspiele im Hörbuch geben und nicht diese manchmal etwas wenig einfallsreichen Buchlesungen, wo einfach ein Schauspieler, den man aus dem Tatort kennt, ein bekanntes Buch vorliest. Und da wäre es viel schöner, da auch tolle Hörspiele zu haben. Mephisto 97.6 macht Hörspiele und zwar, das passt gerade, kann man jetzt mal sagen, morgen um 15.30 Uhr haben wir hier auch unser Live-Hörspiel, wie jedes Jahr auf der Buchmesse. Und kommen Sie also dafür auch zahlreich. Vielen Dank, Herr Sparschut, für dieses wirklich sehr angenehme und nette Gespräch. Wer jetzt Hannes Felix kennenlernen möchte oder vielleicht auch ein bisschen von seiner Ordnung lernen möchte, der kann das gern tun. Sie sehen das Buch hier vorne stehen. Es ist bei Kiepenheuer und Bitsch erschienen. Und jetzt hier auf der Bühne geht es gleich weiter mit Wolfgang Gantus aus dem Militzke Verlag. Er war 60 Jahre Dolmetscher in der DDR und wird über sein Leben gleich hier erzählen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Alles Gute. Vielen Dank Ihnen. Danke.